Guten Mittag. Ich war jetzt schon beim Preppen und habe Mittag gegessen und trinke jetzt einen Kaffee. Da ist noch ein bisschen Wassermelone. Und ja, Preppen war okay. Ich habe mich wieder ein bisschen planlos gefühlt, aber war ja auch das erste Mal Kopf. Und jetzt sitze ich zu Hause und werde gleich anfangen, ein bisschen zu lernen. Und dann heute Abend werde ich noch am Strand gehen. Ob ich zu Neuro gehe, bin ich mir jetzt noch nicht sicher. Mal gucken. Morning. Ja, also ich war heute Morgen nicht beim Sport, wo ich das eigentlich geplant hatte. Ich bin halt richtig früh ins Bett gegangen gestern. Also so um 8 fast schon. Und dann lag ich aber noch so 4 oder 5 Stunden einfach nur im Bett und hab versucht zu schlafen. Naja. Dann habe ich einfach weiter geschlafen, als mein Wecker aufgeklingelt hat und sowas. Aber jetzt bin ich bereit für den Tag und esse jetzt ein bisschen Wassermelone zum Frühstück. So, jetzt gucke ich mir einmal Gesichtsmuskulatur und Kopfhaut an. Ich gehe jetzt wieder zum Preppen. Guten Morgen. Ich habe jetzt gestern nicht mehr so viel gefilmt, weil es mir nicht so gut ging. Und ich war heute Morgen auch nicht beim Sport, aber ich bin jetzt wieder back at it again mit den oberflächlichen Nerven des Schädels. Ich habe heute ja keine Pflichtveranstaltung, deshalb habe ich den ganzen Tag heute und Samstag, Sonntag, morgen und übermorgen und werde dann alles aufholen, was ich gestern nicht geschafft habe, weil ich gestern nämlich auch nichts mehr gemacht habe nach dem Preppen. Ja. Ich werde dann jetzt mal loslegen, ne? Ich habe jetzt was gegessen und noch weitere Anki-Karten gemacht, also erstellt für die Hirnnerven. Und ich habe jetzt mittlerweile irgendwie 450 Anki-Karten und ich muss auch noch Sozi lernen und Neuro. Und ja, nicht so fun alles gerade. Ich bin ein bisschen überfordert und wenn ich die ganzen Karteikarten schaffen möchte, muss ich 55 neue am Tag machen, was sehr, sehr, sehr lange dauern wird. Aber ich schaffe das schon, hoffentlich. Und wenn nicht, dann mache ich es halt nochmal. Aber ich werde jetzt gleich mit einer Freundin zusammen lernen über ja, so ein Videocall. Mal sehen, wie viel wir da tatsächlich machen. Aber ich brauche ein bisschen seelische Unterstützung gerade und sie auch, deshalb. Ich habe jetzt tatsächlich schon all meine Ankis fertig und es ist jetzt erst 16.30 Uhr und ich habe eine Runde Sozio gekreuzt. War kacke, aber ich habe ja auch noch nicht wirklich angefangen für Sozio zu lernen. Ich werde jetzt noch einmal so einen Snack essen und dann vielleicht nochmal rausgehen. Ich muss auf jeden Fall mich nochmal um Hirnnerven kümmern heute und so ein bisschen Neuro lernen, also so ein bisschen Kenner-Quizze zu Neuro machen. Ja, aber sonst ist eigentlich ein guter Tag heute. Also ich habe eigentlich relativ viel geschafft bisher schon und hoffentlich schaffe ich auch noch ein bisschen was. Also ich habe als Study Break einmal einen Besuch in der Stadt gemacht, I guess. Und habe mir so ein Strandspiel gekauft, weil ich ja in letzter Zeit relativ häufig an den Strand gehe. Und so ein Glas für ästhetischen Kaffee, das war im Angebot, hat 1 Euro gekostet. Habe ich mir 2 davon gegönnt. Und diese extrem nice Tasse. Ich liebe solche Sachen. Guten Morgen. Es ist 5 vor 6. Und ich esse gerade Wassermelone zum Frühstück, weil ich keine Lust auf irgendwas anderes hatte. Ich wollte nur irgendwas Frisches. Thank you.
20 nach 7. Ich habe jetzt nicht super viel geschafft, aber ein bisschen, weil ich sehr schnell abgelenkt war, irgendwie heute Morgen. Und ich habe mich tatsächlich heute mal entschieden, zu einer Vorlesung zu gehen. Das mache ich dann gleich. Und danach habe ich dieses, also eigentlich hätte ich Prep-Kurs, aber ich habe heute dieses Digital Lab-Ding nochmal. Also mit anderen Themen natürlich, nicht einfach nochmal das Gleiche. Ich meine, mir wurde gesagt, dass es da irgendwie um Nase und Ohr oder eins von beiden geht, bin mir nicht sicher. Aber ich bin auf jeden Fall excited. Ich glaube, das wird ganz interessant. Und jetzt, ich muss so in 10 Minuten los, aber ich fange jetzt einmal an, meinen Urlaub zu planen, weil ich nämlich mit meinem Freund nach meinen Klausuren in den Urlaub fahre. Und ich bin sehr excited, weil ich seit irgendwie 5 Jahren nicht mehr im Urlaub war. Seit ich in Ägypten war und es war der grausamste Urlaub meines Lebens. Also. Guten Abend, ich habe vergessen, nochmal mich zu melden. Ich war in der Bib den ganzen Nachmittag, habe vergessen, dass es noch eine Neuroanatomie-Vorlesung ist. Da bin ich dann halt nicht hingegangen. Und ja. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin eigentlich gar nicht müde, aber es ist 23 Uhr und ich habe nur 4 Stunden geschlafen. Also muss ich tatsächlich auch mal wieder ein bisschen schlafen. Ich kann nicht schlafen, deshalb. Ich war ja gestern Nacht noch im Gym und deshalb bin ich jetzt auch dementsprechend relativ müde. Also ich habe halt irgendwie so 5 Stunden, glaube ich, geschlafen, vielleicht ein bisschen mehr. Aber es war fun und es war eine Erfahrung, die ich mal machen wollte, einfach in der Nacht ins Gym zu gehen. So, und ich muss jetzt einmal frühstücken, es ist jetzt 9:15 und dann ein bisschen anfangen zu lernen, bis ich dann zum Neuroservi da muss um 12. Oh Gott. Glaube ich jedenfalls, heute ist doch Dienstag, oder? Ja, okay. Ich war beim Neuroseminar, ich war einkaufen, ich habe gegessen, ich habe den zweiten Kaffee des Tages getrunken, weil ich sonst jetzt sterben würde. Ich habe sehr wenig geschlafen, diese und letzte Nacht. Und jetzt gehe ich in die Bib, weil, ja, sonst gehe ich schlafen. Okay, ich habe mir eine andere Hose angezogen, weil die zu warm war und ich gehe jetzt los. Ich habe so keinen Bock, so keinen Bock. Hallo, guten Tag, ich bin wieder zurück. Ich war irgendwie vielleicht eine Stunde da, nicht mehr, glaube ich. Ich bin zu müde. Ich esse jetzt einmal was Kleines und dann lege ich mich hin. Wahrscheinlich jetzt nicht so für die Nacht, sondern einfach ja, kurz so eine Stunde oder zwei und dann mache ich auch noch ein bisschen was. Ich habe nämlich heute noch nicht so wirklich was gemacht. Ich habe ein bisschen meine Lernstrategie geändert, was hoffentlich auch funktioniert und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie das, was ich jetzt mache. Und ja, ich hoffe, das wird ein bisschen was bringen, weil im Moment bin ich wirklich sehr doll gestresst und habe richtig doll Angst, dass ich das alles nicht schaffe. Nicht so fahren. So,
Ich habe mich ausgeruht, geschlafen habe ich nicht, weil natürlich, sobald ich im Bett war, war ich nicht mehr müde. 1A Leistung, Miri. Ja, dann lag ich halt eine halbe Stunde im Bett und habe mal ein Family geguckt, auch gut. Aber jetzt muss ich immer noch 100 Karteikarten machen. Wir lieben es. Ich glaube nicht, dass ich das heute schaffe, aber ja, mit einer negativen Einstellung reinzugehen, ist auch immer die beste Lösung. Deshalb fange ich jetzt mal an. Ich habe jetzt noch ungefähr 20 Ankis, aber ich muss jetzt mal schlafen gehen, weil sonst kann ich morgen wieder nicht lernen. Also ich bin gar nicht so super müde, aber ja, die dritte Nacht mit 4 Stunden Schlaf, naja, vielleicht fast 5 sogar. Ja, ist glaube ich nicht so gut für mich, deshalb. Oh, ich sehe auch richtig toll aus. Wundervoll. Ja, deshalb begebe ich mich jetzt mal ins Bettchen. Gute Nacht. Guten Morgen. Ich habe heute so ein bisschen ausgeschlafen bis 7:30 und zum Glück gestern Frühstück gemacht. Ich habe mir so einen Quark-Erdbeer-Chia-Pudding gemacht. Der sieht ganz geil aus. Der ist ziemlich fest geworden. Finde ich sehr nice. Und gleich gehe ich zu meiner Sozio-Vorlesung und dann gehe ich danach zum Sport, weil ja, Sport machen möchte ich halt nicht gerne wieder abgeben, nur um den ganzen Tag zu lernen, weil das bringt mir auch nichts. Ich lerne dann viel produktiver, wenn ich mich bewegt habe an dem Tag. Deshalb ja, möchte ich nicht wieder in diese alten Muster verfallen. Und ja, deshalb werde ich jetzt einmal was essen und dann... was Nices zu essen gekocht und mich entschieden, doch nicht zum Sport zu gehen heute. Also ich bin zum Gym gegangen und dann habe ich gesehen, wie unglaublich voll es da ist und bin ich wieder nach Hause gegangen, weil ich da irgendwie jetzt gar keine Lust zu hat. Es ist halt mega warm und ich bin mir relativ sicher, dass ich davon eine richtig schlechte Laune bekommen hatte. Also bin ich wieder nach Hause gefahren, habe meine Woche so ein bisschen umgeplant, dass ich morgen und übermorgen früh ins Gym gehe, weil es da einfach halt nicht so voll ist. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Also ich habe jetzt Mund, Nase, Ohr fertig. Muss jetzt noch ein bisschen Hals machen. Also nicht heute, aber bis zum Testat halt. Ich habe ja noch 8 Tage, also 7. Heute ist ja Mittwoch, Donnerstag. Nächste Woche ist das Testat. Ja, also ich habe gerade einmal meine Tasse schnell abgeholt. Dann gehe ich jetzt in die Bib und mache all meine Anki-Karten. Da habe ich noch gar nichts von gemacht. Und ich glaube, ich werde mir auf dem Weg dahin irgendwie beim Bäcker ein Brötchen holen, was ich dann zum Abendbrot essen kann. Weil ja, wenn ich da jetzt irgendwie in 2-3 Stunden, wenn ich Hunger habe, wieder nach Hause gehe, dann schaffe ich meine ganzen Anki-Karten nicht. Deshalb, ja, muss ich mir einmal was zu essen holen und dann geht's ab. Bin aus der Bib wieder da. War da jetzt so 3 Stunden ungefähr, also bis 9. Und mein Waschbecken tropft. Und ich mache jetzt meinen Abwasch. Weil... das sieht ja. Ja. Guten Morgen, ich gehe jetzt zum Sport und ich habe wieder meinen coolen Rock an. Leck ey. Richtig gut.
Guten Morgen. Ich bin aus dem Gym wieder da. Jetzt 8 und ich esse einmal mein nices Frühstück und dann fange ich an zu lernen. Lerne ein paar Stündchen und dann mache ich was zu essen und gehe zum Prep-Kurs. Und danach in die Bib, hoffentlich, damit ich meine ganzen Ankis für heute noch schaffe. Und dann, ja, ist das, passt das hoffentlich alles. Los zum Prep-Kurs. Hallo, guten Freitag. Ich habe gestern nicht so viel gefilmt, weil ich nach dem Prep-Kurs irgendwie sehr down war und richtig fertig und auch nicht mehr so viel geschafft habe. Also ich habe auch nicht all meine Angis geschafft, deshalb habe ich heute sehr, sehr viele. Aber es ist nicht schlimm, weil manchmal hat man einfach solche Tage, an denen man nicht mehr kann und dann muss man sich auch mal eine Auszeit gönnen. Ja, genau. Und ich habe jetzt schon so ein bisschen angefangen, die Ankis zu machen. Ich habe jetzt einmal geduscht und ich glaube, ich mache mir jetzt einmal einen Kaffee. Dann muss ich um 11, also in anderthalb Stunden, zum Klinikerseminar. HNO ist heute dran. Und dann nochmal freies Preppen. Da werde ich mir nochmal ein paar Sachen angucken. Aber wahrscheinlich auch nicht so viele, also mal gucken. Und dann fahre ich nach Kiel, nachdem ich hier so ein bisschen aufgeräumt habe. Und dann gehe ich heute Abend wahrscheinlich auf die Kieler Woche. Falls ihr da noch nie wart, kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man im Sommer in Kiel ist. Und dann lerne ich weiter, aber in Kiel. Also Leute, ich weiß nicht, ob das so ein krasser Tipp ist oder ob das alle Menschen machen. Aber immer wenn ich für eine Prüfung lerne und so ein paar Tage vorher, sind es ja noch sechs Tage, fange ich an, mir so eine, keine Ahnung, Liste zu machen. Vielleicht habe ich das auch schon mal erzählt. Aber da, ja, mache ich mir einfach ein neues Dokument auf und schreibe mir da alle Sachen drauf, die ich mir nicht merken kann oder nicht so gut merken kann oder von denen ich weiß, dass der Prüfer oder die Prüferin, die ich habe, die gerne fragt. Ja, und dann habe ich halt die Liste, die ich mir jeden Tag nochmal durchlesen kann und auch wenn ich die Prüfung nachmittags habe, habe ich leider, dann vorher nochmal durchlesen kann. Könnt ihr ja mal ausprobieren, falls ihr es nicht eh schon macht. Also, ich wollte ja eigentlich wirklich spazieren gehen, aber es war irgendwie super stürmisch und hat angefangen zu regnen. Und ich hatte keine Lust darauf und deshalb bin ich direkt wieder nach Hause gegangen und habe so viel von meinem Kaffee getrunken. Also ich war ziemlich genau 5 Minuten draußen mit Treppe runtergehen und hochgehen. Egal, guten Morgen. Ich habe jetzt länger nicht gevloggt, weil ich irgendwie keine Lust hatte und super viel Stress hatte wegen der Testate. Also, ich hatte ja letzte Woche Donnerstag mein letztes und ich habe es bestanden und ich bin jetzt fertig mit dem Prep-Kurs, was ziemlich insane ist, dass ich jetzt einfach kein einziges Mal preppen werde, vielleicht vom Physikum nochmal freies Preppen. Aber ich bin durch mit Makroanatomie außer Neuro, aber das zählt ja nicht so richtig dazu, finde ich. Und in 2 Wochen habe ich einfach schon fast meinen Anatomieschein, dann fehlt halt auch nur noch Histo. Und das ist so crazy, Leute, so crazy. Naja, ich weiß nicht, ob man den Regen hört, aber ich glaube, es war die richtige Entscheidung, wieder reinzugehen. Ja, das habe ich jetzt gar nicht erzählt. Ich schreibe gleich Sozio in 3 Stunden ungefähr. Und ich bin eigentlich rausgegangen, um mir die Aufnahme von meinem, keine Ahnung, Zettel anzuhören. Also ich habe jetzt die Methode angenommen, dass ich mir halt so einen Keine-Ahnung-Zettel schreibe und dann die einmal in so einer Sprachmemo aufnehme und dann am Tag vor der Klausur einmal spazieren gehe und mir das noch ein paar Mal anhöre. Einfach weil ich es von der Psyche her nicht schaffe, morgens vor einer Klausur nichts zu machen. Vor allem, weil meine ganzen Prüfungen im Moment irgendwie alle so 13, 14 Uhr sind und ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, den ganzen Vormittag nichts zu machen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht so wirklich was bringt, jetzt noch was zu machen, aber naja, genau, dann bewege ich mich halt ein bisschen, höre mir das mal so casually an
und versuche dann nicht verrückt zu werden. Was ehrlich gesagt von einer schriftlichen Klausur, vor allem Sozio, jetzt nicht so schwer ist. Also ich muss sagen, ich raste jetzt gerade nicht aus. Und ja, also diese ganzen mündlichen haben mich ein bisschen desensibilisiert, was Klausuren angeht. Also vor schriftlichen habe ich jetzt echt keine Angst mehr. Also ich denke mir immer noch so, oh ja, wäre jetzt halt blöd, wenn ich durchfalle, ne? Aber also vor allem halt, weil ich für Sozio jetzt wirklich nicht so super viel gemacht habe. Aber hey, jetzt ist es auch egal. Schreibe ich die einmal gleich runter und dann lerne ich noch für Neuro 10 Tage und dann bin ich fertig und dann fahre ich in Urlaub. Ich lese mir jetzt noch einmal meinen Zettel durch und dann mache ich mir was zu essen und dann gehe ich bald zur Klausur und hoffentlich hat es dann wieder aufgehört zu regnen. Das ist nämlich gerade ein bisschen Doomsday-Regen. Das ist nicht so geil, da möchte ich nicht unbedingt durchlaufen. Also fast 8. Die Sozio-Klausur war ganz gut, glaube ich. Also die war ziemlich gut, glaube ich. Und ja, ich wollte eigentlich Meal preppen. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr drauf. Ich habe eingekauft und eigentlich sonst nicht wirklich viel anderes gemacht. Bisschen mit Freunden telefoniert. Und jetzt sitze ich hier und esse Eis und plane ein bisschen meine nächsten Tage. Und ja, ist auch in Ordnung. Man muss ja nicht jeden Tag produktiv sein. Wenn ich habe eine Klausur geschrieben, das ist ja schon mal etwas. Hallo, ich gehe jetzt ins Gym. Es ist jetzt schon 7:30, weil ich wollte nicht so früh aufstehen. Weil ich halt irgendwie immer noch nicht einschlafen kann abends. Aber ich habe heute um 12 so einen Vortrag. Das ist das letzte Neuroseminar, aber das ist nicht so ein richtiges Seminar, sondern es ist ein Vortrag von irgendeinem Wissenschaftler oder Arzt oder keine Ahnung. Da wird es irgendwie im Basalganglien gehen. Und dann bin ich fertig mit allen Vorlesungen und allen Veranstaltungen für dieses Semester, was ziemlich cray-cray ist. Naja, und dann werde ich vielleicht noch Meal preppen heute, ich weiß es nicht, weil langsam lohnt es sich halt auch nicht mehr, weil ich in 3 Tagen schon wieder nach Kiew war. Dann werde ich heute Nachmittag anfangen zu lernen, heute Vormittag eher so andere Sachen machen, weil es lohnt sich jetzt auch irgendwie nicht mehr. Nach dem Gym gleich wahrscheinlich noch anzufangen. Aber mal gucken, ich gehe jetzt erstmal los und mache ein nice Workout und lasse mir ein bisschen Zeit im Gym. So, das Workout war richtig kacke. Ich war irgendwie richtig schwach und weiß ich nicht, war irgendwie blöd. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich morgen und übermorgen versuche, mal abends ins Gym zu gehen. Also so kurz bevor ich schlafen gehe, um zu gucken, ob das vielleicht besser ist, weil ich halt morgens irgendwie im Moment echt schwer aus dem Bett komme und abends halt nicht so gut einschlafen kann. Vielleicht. Ja, yeah, ich habe jetzt auch Meal prepped. Ich habe irgendwas mit Spinat und Kartoffeln und Gemüse gemacht. I don't know, was das ist, aber schmeckt ganz gut. Ich habe jetzt auch schon Mittag gegessen, es ist noch nicht mal 11. Ich muss halt um 12 in der Uni sein, dann 2,5 Stunden den Vortrag und das war es dann auch schon für heute. Ich mache jetzt vielleicht noch 1/2 Stunde, war es vielleicht auch nicht. Bin ich mir jetzt noch nicht sicher. So Leute, ich lerne jetzt im Bett oder vielleicht schlafe ich auch, I don't know. Ich muss eh 1/2 Stunde los, aber ich wollte es mir ein bisschen gemütlich machen. Und ja, ich probiere jetzt einfach mal zu lernen. Der Vortrag oder Seminar oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte, war richtig cool. Also es war so ein Neurologe, der uns Sachen erzählt hat über Parkinson und andere Bewegungsstörungen. Da darf ich jetzt nicht so viel drüber erzählen, weil das halt viele PatientInnen-Videos waren, über die ich halt nicht reden darf. Aber es war sehr spannend. Und ja, jetzt liege ich wieder im Bett und lerne Neuro im Bett, weil es halt so ein stürmisches Wetter ist und es ist einfach so ein bisschen schön kuschelig und das mag ich gerne und deshalb liege ich jetzt im Bett und lerne und schlafe vielleicht zwischendurch ein bisschen, aber ich lerne auch, versprochen. Thank you.
guten Tag. Gefrühstückt, gesportet, also ja, habe mich bewegt. War in der frischen Luft für so, keine Ahnung, 40 Minuten oder so. War gut. Habe jetzt die Hälfte meiner Schritte für den Tag schon mal geschafft. Und jetzt setze ich mich gleich an Neuroanatomie. Und ich freue mich richtig, dass ich jetzt endlich Neuroanatomie lernen darf. Aber die ganzen Bahnen im Gehirn und im Rückenmark, die machen mir keinen Spaß. Aber sonst ist alles cool. Leute, ich habe gerade gelernt, warum Antihistamine müde machen. Weil der Kern, der für die Weckreaktion zuständig ist im Gehirn, auf Histamine reagiert. Leute, es kommt alles zusammen in meinem Kopf. Das ist so cool. Also, Neuro ist sehr, sehr cool und sehr, sehr viel leider auch. Das ist ein Problem. Ich habe ein bisschen spät angefangen, aber das wird schon. Ich muss ja nicht alles wissen, um zu verstehen. Ja, diese ganzen Kerne und Bahnen und alles ist ein bisschen doll. Und auch nicht so super interessant, dann wo was langläuft und was für welche mini kleinen Unterschiede an Bewegungen zuständig ist. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich freue mich. Das macht Spaß und das ist sehr interessant. Also ich habe jetzt was gegessen und ich gehe einmal einkaufen. Ich brauche nur so ein paar Sachen für meine Smoothies und ich wollte mir Skittles holen und dann meinen Skittles in die Bib fahren und ein bisschen noch Neuro machen bis heute Abend irgendwann, keine Ahnung. So, ich habe jetzt einmal meine Tasche gepackt und also mit Sportsachen und Bib-Sachen und ich werde jetzt gleich losgehen. Jetzt scheint gerade auch die Sonne, gerade eben hat es mega geschüttet. Ich hoffe, das bleibt jetzt so, bis ich in der Bib angekommen bin. Und dann werde ich heute Abend ja zum Sport gehen. Und dafür habe ich mir noch einen Smoothie gemacht für davor, damit ich da nicht umkippe. Und ja, dann mal los. Ja, mein Bib-Besuch war sehr kurz. Ich bin reingegangen, habe einen Platz gesucht, bin wieder rausgegangen, weil ich keinen gefunden habe. Also ja, ich war nicht der Einzige, die in die Bib wollte heute. Welcher Tag ist heute? Mittwoch? Es ist Mittwoch um 15 Uhr und die Bib ist komplett voll. So, da saßen Leute auf dem Boden. Und das wollte ich mir nicht antun, deshalb bin ich wieder nach Hause gefahren. Was echt nervt, weil es ist halt mega warm jetzt draußen und es hat den ganzen Tag mega geschüttet. Deshalb habe ich mir was relativ Warmes angezogen. Und ich habe mir jetzt den Arsch abgeschwitzt. Naja, egal, jetzt bin ich wieder zu Hause und ich trinke jetzt einmal was Kaltes und dann setze ich mich halt wieder an meinen Schreibtisch. Geht nicht anders. Also ich gehe jetzt zum Sport. Das ist jetzt irgendwie 9 oder so. Keine Ahnung. Das Wetter ist immer noch sehr, sehr merkwürdig. Und ich habe ein bisschen Angst rauszugehen, weil ich nicht weiß, ob ich gleich wegfliege oder nass werde oder schwitze. I don't know. Guten Morgen. Ich war heute Morgen schon in der Uni, weil heute die Nachholprüfungen für Anatomie sind, also die mündlichen. Und eine Freundin von mir war bei der ersten krank. Deshalb habe ich sie da heute begleitet, damit sie dann nicht ganz alleine stehen muss. Und sie hat auch bestanden, also könnt ihr ihr gleich mal herzlichen Glückwunsch in den Kommentaren wünschen. Und ich werde jetzt anfangen mit lernen. Ich habe gar keine Lust heute. Ich würde mich am liebsten ins Bett legen und einfach meine Serie weiter gucken. Naja. Aber ich habe meinen Tee in meiner nice Arschtasse. Dann mal los. Ich habe mich entschieden, dass ich eine Pause brauche. Es ist jetzt irgendwie kurz vor 4.
Und ich werde jetzt einmal einen Spaziergang machen. Und ja. Achso, ja, Mittagessen habe ich auch schon, genau. Ja. Ich habe jetzt meinen Abend damit verbracht, mit meinen Freunden auf Discord zu reden und spielaffe.de Spiele zu spielen, wie als ich 10 Jahre alt war. Gute Zeiten. Aber jetzt gehe ich ins Gym, es ist jetzt schon 10:30, glaube ich. Ja. Und ich hoffe, dass es da jetzt ein bisschen leerer ist, damit ich alles in Ruhe machen kann und nicht dauernd auf irgendwelche Sachen warten muss, was mich dann so demotiviert, dass ich einfach wieder nach Hause gehe. Leute, guck mal mein cooles Outfit an. Mein Outfit-Track. Cute, oder? Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich packe jetzt gerade meine Sachen, um gleich nach Kiel zu fahren. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Also das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute.